Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Diablo 4 Season 5. Wir müssen jetzt mal überlegen, welche Season wir haben. 5 natürlich. Und ja, wir sind jetzt hier ein bisschen weiter, ne? Wir sind jetzt Level 27 und sollten wir uns ja mit Istel am Berg Zivo treffen. Der brodelnde Berg wartet. Grüße, Wanderin. Genießt ihr die Hitze? Oh ja, das tun wir. Und ich wundern, ne, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumlaufe, dass andauernd irgendwelche. Genießt ihr die Hitze? Dass irgendwelche Heilflaschen da mal runterfallen. Ne? Das sind nämlich die Schuhe, die gedroppt sind, die pro 20 Meter, die ihr zurücklegt, einen Heiltrank beschwören. Nur für Jäger ist er mega geil. Das Ding ist neu, aber ein cooler Aspekt auf jeden Fall. Und wir reden mal mit Istel. Die Triune hat euch durchgelassen. Ihr passt wohl perfekt hierher. Sie sind Sklaven des Hasses. Wir hatten zuletzt etwas gemeinsam, bevor ihr unsere Mutter getötet habt. Gehen wir verdammt nochmal. Verdammte Scheiße, wir gehen. Da fällt schon wieder so ein Heiltrank. Das ist ja mega geil. Das hier ist ja noch ein Event. Auch nicht schlecht. Machen wir doch gleich. Event mitmachen hier. Wir wollen ja auch leveln. Wir sind zufälligerweise auch jetzt noch andere Spieler, ne? Die machen den Scheiß auch noch mit. Auch nicht schlecht. Level up. Sehr geil. Und sowas nehmen wir natürlich immer mit, ne? Obolusse und so ein Kram. Was ich geil finde, ist, dass hier unten angezeigt wird, was wir alles so gedroppt haben. Also hat sich doch tatsächlich so Quality of Life mäßig, finde ich, schon ganz gut was getan. Geil, das Einfrieren. Richtig, richtig gut. Sieh an. Scheint, als würden die Mistkerle die Hölle wirklich auf Dauer herbringen wollen. Ui, was ist denn hier los? So, jetzt aber die Bresche von Zivo. Sag mal. Die Bresche von Zivo. Säubert die Bresche von Zivo mit Istel. Na dann rein da. Optisch haben wir uns auch natürlich schon ein bisschen verändert. Come on.
Monster des Hasses. Was ist das? Unendlich viele hier, oder was? Die kommen immer wieder. Wir laufen einfach mal weiter. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir pullen jetzt mal alle. Ja, mit den Krähenfüßen ist das eigentlich schon eine ganz coole Sache, finde ich. Die werden dadurch verlangsamt, kriegen Schaden. Was will man mehr? Okay, 4 Ether haben wir schon mal. Das reicht noch nicht, ne? Wir brauchen noch ein bisschen. Leveln tut man hier abartig schnell. Aber die Saison geht ja auch einen Monat weniger, ne? Von daher. Alle warten natürlich auf den 8.10. So, was haben wir hier? Massen verursachen unvermeidlichen Schaden. Ätherische Masse gewährt eine Ether und hier haben wir Höllenfeuer regnet auf euch ab, herab, ätherische Masse gewährt ein Ether. Massen verursachen unvermeidlichen Schaden. Das will ich mir mal angucken. Was ist denn unvermeidlich?
Ah, da vorne geht's weiter. Wie geil. Die Flaschen da mal fallen, das ist ja mega gut. Geilsten Schuhe ever. Dann würde ich jetzt mal nach unten gucken. Okay, wie schon gedacht, gibt's hier nichts. Aber wir haben 13 Ether diesmal, ne? Also schon ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Oh, immer noch eine Truhe, nice. So, wir haben hier einmal eine Chance, den Höllenrufer zu besiegen. Tötung gewährt 2 Äther oder sein Schaden 50% mehr. Aber es gibt 7 Äther. Natürlich machen wir das andere. Wir haben wieder die drei Möglichkeiten. Wir haben einmal 5, 20 und 1. Und dieser Äther erfüllt sich an wie das Geschenk der Mutter, nur stärker. Eure Auffassungsgabe ist erstaunlich. Natürlich ist es stärker. Wenn ich mich nicht irre, könnte das brennende Äther sein. Der pure Kern der Essenz aller Dämonen. Den könnt ihr bei mir lassen. Beschäftigt die Triune, während ich ihn mir anschaue. Okay, dann nehmen wir natürlich das noch mit, die 20. Und wir sollen dann zu Istel nach Zabiza zurückkehren. Cool, cool, cool. Wir schauen mal, was wir hier so alles bekommen haben. Okay, da habe ich natürlich hier die Maske, die ich jetzt aktuell aufhabe. Die habe ich aus der Höllenflut, ne? Die ist schon richtig mächtig. Auch eine gute Gegenstandsmacht. Der Bogen ist auch schlechter. Der Dolch ist besser. Ne? Und da ist jetzt mal egal, was für Aspekte drauf sind. Wenn besser, dann angezogen. Das sowieso nicht. Da muss der schon extrem besser sein. Aber nur so ein paar Gegenstandsmacht gegen einen legendären werde ich dann seltenen nicht ausrüsten. Die Stiefel sind eh besser und außerdem mega geil mit dem Aspekt, ne? Den können wir uns schon mal aneignen. Was haben wir hier? 380, der ist natürlich besser. Und 370 ist auch besser, so. Perfekt. Zusätzlich haben wir nochmal 2 Punkte. Die können wir nochmal verteilen. Packe jetzt mal hier rein. Jetzt gehen die passiven Fähigkeiten los, ne, von dem Bild. Da werde ich dann hier noch so den einen oder anderen Punkt in passiv reinballern, ne? Hier zum Beispiel auch nochmal ein und so weiter und so weiter. Ich muss mir jetzt dem Bild nochmal genau angucken, aber ich glaube hier auch hier Waffenbeherrschung ganz, ganz wichtig, um einfach mehr Damage zu machen, ne? Noch mehr Damage. Für den Anfang gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Genau.
Genau, die Bresche von Zivo. Ich weiß gar nicht, sind denn alle Breschen dann markiert? Auf der Karte? Da müsste man das ja irgendwie sehen durch das Blatt. Ist das random oder sind das immer nur spezielle Sachen? Hier zum Beispiel haben wir wieder ein Blatt. Die Bresche von Omat. Ansonsten sehe ich erstmal nichts. Na gut, wir kehren erstmal nach Zabizet zurück. Ey! Ich glaube wohl, es sagt. So, jetzt aber. Sag mal, was ist denn hier los? Geht's euch noch ganz gut? So, jetzt aber ab nach Zabinzett. Dann wollen wir mal mit Istel ins Gespräch gehen und dann mal schauen, was die noch zu sagen hat. Ist denn die gute Dame? Wir schauen noch mal. Ach, ihr schon wieder. Dann habt ihr etwas über den brennenden Äther in Erfahrung gebracht. Ja, dass ich recht hatte. Wir haben einen Partikel brennenden Äther gefunden. Genau so, wie es unsere Folianten beschreiben. Der schwarze, abgründige Kern, aus dem Dämonen wiedergeboren werden. Sehr aufregend. Wenn ich den Äther zu unserem Vorteil nutzen kann, könnten wir die Triune zerquetschen, das Ruder herumreißen. Selbst Mephisto bezwingen, sollte er sich noch einmal aufbäumen. Wirklich? Ihr könnt ihn nutzen? Klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Was wollt ihr denn darüber wissen? Ihr habt die Lehren der Mutter abgelehnt, um zwei alten Männern und einem Waisenkind zu folgen. All die Macht, die in die falsche Richtung ging. Ihr solltet gehen. Die Ketzer haben Tor Dulra in Angriff genommen. Ich bin mir sicher, dass die Druiden das nicht schaffen. Alles klar, wir sollen die Bresche von Dulra säubern. Das wäre dann... Wir schauen nochmal auf die Tor Dulra. Ist hier oben und da vorne ist die Bresche. Von daher wird da unser nächster Stop sein. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern dann in der nächsten Folge Let's Play Diablo 4 Season 5. Und wir werden dann eine alte und schwerende Wunde säubern. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.